Ja, hallo Freunde, wir wurden gestern Zeugen eines Wunders. Das Wunder von Bern vielleicht? Nee, wir sind ja nicht in Bern. Kann zwar sein, dass wenn dieses Video rauskommt, nee, dann bin ich wahrscheinlich von Bern schon zurück. Weil ich bin dann im Kanton Bern in den Ferien. Beziehungsweise, wenn dieses Video rauskommt, wahrscheinlich gewesen. So. Schön. Ich habe nicht mehr daran geglaubt. Ganz ehrlich, ich habe wirklich nicht mehr an einen Sieg geglaubt. Ich dachte mir schon, hey, das Deck ist anscheinend kacke, das hast du wieder mal verschissen. Ich meine natürlich, hast du, verstinkt. Aber wir haben tatsächlich noch einen Sieg herausgeholt. Das ist ja, das grenzt wirklich an ein riesiges Wunder. Und ich dachte schon, hey, nach diesem Spiel kannst du ausschalten und dich endlich einem anderen Spiel widmen. Aber falsch gedacht. Wir haben tatsächlich noch einmal gewonnen. So, das ist jetzt auch nicht gerade die beste Starthand, aber wir behalten sie, glaube ich, mal, weil er ist schon ziemlich gut gegen Druiden. Aber es kommt halt drauf an, was er für Karten erhalten hat, ne? Das ist ja immer so eine Sache. In der Arena, man weiß nie, was man kriegt. Wir nehmen wieder einen Zauber. Ui. Ja, da würde ich sagen, ist das hier doch das Schönste. Wildes Brüllen. Wir haben zum Beispiel auch keinen Swipe erhalten. Und mir fällt mal wieder der deutsche Name nicht ein. Das ist ja grandios. So, was machen wir? Wir könnten mit 3, könnten wir die Kobra rausholen. Bringt's irgendwie nicht so, ne? Im nächsten Zug hingegen könnten wir ökonomische Erfinderin rausholen. Mir ist aufgefallen, wenn ich selbst Dingens gucke, also Let's Plays zu Hearthstone, meistens ja beim guten Lean, dann stört es mich manchmal, wenn ich die Karten nicht kenne. Ich kann ja dann nicht gucken, was überhaupt die Karte kann. Deswegen fahre ich mal hier so durch, ne? Dann könnt ihr sehen, was so jede Karte kann. Ne? Einfach damit ihr so ein bisschen Bescheid wisst, ne? Ich glaube, das wäre der Moment, wo wir statt die gnomische Erfinderin den Spotter raushauen. Wenn er nämlich irgendwie jetzt tradet, ne? Dann können wir das nächste Mal mit Heldenfähigkeit das Ding auch wieder weghauen. Mal gucken. Natürlich würde sich in der nächsten Runde auch der Zwielichtdrache anbieten, der dann schon ein bisschen mehr Leben kriegt, weil, ne? Er hält +1 Leben für jede Karte auf der Hand. Das würde heißen 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus noch eine Karte, die wir dann ziehen. Oh, das ist gemein. Alter. Das war jetzt übel. Das war übel. Aber ich mache trotzdem das hier. Ich glaube, es macht immer noch am meisten Sinn. Er scheint sich einige Buffs geholt zu haben. Ich hoffe, er hat nicht noch mehr davon. Ein Juwelenskarabäus. Weiß nicht, ob ich den in der Arena wählen würde, wenn ich noch 2 andere zur Auswahl hätte. Das hält die Zukunft bereit. Okay, da könnte ein wildes Brüllen gleich kommen. Das ist nicht so toll. Weil wenn da ein wildes Brüllen kommt, kriegen wir da ziemlich Schaden. Die Frage ist, was tun wir jetzt? Also sicher mal ihn hier weg. Wenn wir noch Heldenfähigkeit machen. Ja, ich glaube, ich mache das so.
Dann hau ich den noch weg. So. Ich glaube, das ist das Beste. Es könnte natürlich auch zweimal wildes Brüllen kommen, rein theoretisch, was ziemlich heftig wäre, weil der Typ da Windsturm hat. Wildzorn. Wildzorn, ne? Ja, Windzorn, Alter. Nein, ich spiele nicht. Ich spiele ganz oft Hearthstone, ne? Ich kenne jedes Ding auswendig, aber ich bin einfach schlimm. Ich kann mir nichts mehr, Alter. Ich kann mir einfach nichts merken. Alter, ernsthaft? Was hat der für eine Hand? Ist ja der Wahnsinn. Okay. Wollen wir mal gucken, was wir hier kriegen? Okay, ja, ist jetzt auch nicht so berauschend, ne? Auch nicht so berauschend. Na super. Wir kriegen ja ganz tolle Dinge, ne? Das ist doch übel. Der andere hat noch 0 Schaden gekriegt. Ich glaube, das ist unsere letzte Runde Arena. Da muss schon beinahe ein Wunder geschehen, dass wir hier noch irgendwie gut rauskommen. Ich denke mal, er wird mit ihr hier die Spinne wegtraden. Wenn nicht, was ich nicht glaube, wenn nicht, könnten wir im nächsten Zug die Spinne nochmal einsetzen. Aber ich habe das Gefühl, er wird mir das Board leer machen. Ich frage mich, ob... Na super. Alter. Spots sind hier in dieser Arena für uns irgendwie der Tod, ne? Wir haben immer Pech mit den Spottern und er macht genau, was ich gesagt habe. Was ja auch zu befürchten war, ne? Haben wir hier ihn. Für den Lichtkönig! Na, es sieht so schlecht aus. Gut, wir hätten natürlich noch immer viel Heal im Deck, was aber nicht kommt. Was wir aber brauchen könnten. Weil wenn er zufälligerweise die Combo bekommen hat über die Arena, was extremst heftig wäre, dann sind wir gestinkt. Ich sage jetzt nur gestinkt. Und das ist jetzt natürlich auch wieder übel. Das ist doch der Wahnsinn. Die Typen kriegen einfach immer, was sie brauchen. Okay, da gibt's eigentlich nur eine Lösung. Und die kommt gerade geflogen. Nee, eigentlich nicht. Ich muss es anders machen. Ich muss. Und hoffe, dass ich noch ein bisschen überlebe. Oh, Heilung. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt wird er wahrscheinlich ihn mit der Heldenfähigkeit töten. Er hat ja noch recht viel Leben. Was wir ihm aber gleich ändern könnten. Na, ich hab da so eine Idee. Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Plus 2. Alter.
Wir sind so am Arsch, ne? Etwas mit Ansturm wäre jetzt schön gewesen, aber Alter, ich muss echt so viel Schaden fressen. Ja, ich glaube, das war's. Ich könnte mich natürlich, wenn ich diese Runde noch überlebe, kann ich mich mit Alexstrasza wieder auf 18. Nein. Wo soll Alter, ich das gibt's doch nicht. Nein, zum Kotzen. Mann. Es wäre ja zu schön gewesen. Wow, wir haben einen Sieg. Da werden wir ganz tolle Dinge kriegen. Oh Mann. Das ist echt eine Arena-Runde zum Vergessen. Oh, wir kriegen einen Kartenpack. Das öffnen wir natürlich auch noch gleich. Da kriegen wir natürlich auch nur Schrott. Ja, wie gesagt, Schrott. So, Freunde, das war's jetzt aber definitiv für diese Aufnahmesession in Hearthstone. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit hoffentlich besserer Laune. Weil jetzt haben wir echt nur noch auf den Sack gekriegt und das geben auf den Sack. Wem würde das nicht auf den Sack gehen, ne? Ja gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und Tschüssikowski. Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben, dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten heraus gewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Hearthstone. Heroes of Warcraft.